Einkommenseffekte haben wir drei Grafiken zu. Wir wissen ja, dass die Arbeitgeber im Industriesektor gerade so lange Arbeiter einstellen werden, also die Menge LM erhöhen werden, bis der Wert des Grenzprodukts der Arbeit PM mal MPLM gerade gleich dem Lohnsatz W ist. Okay, das ist ja unsere Gleichgewichtsbedingung oder das ist die Bedingung für Gewinnmaximierung. Und folglich beträgt der Reallohn im Industriesektor dann eben W durch PM ist nichts anderes als gerade das Grenzprodukt der Arbeit im Industriesektor. Und wenn wir zum Beispiel bei einem gegebenen Reallohn von W durch PM 1, wenn wir uns die Situation anschauen, dann werden gerade LM1-Arbeiter beschäftigt. Ne? Klar, das können wir dann hier ablesen an der Kurve des Grenzprodukts der Arbeit von Abbildung 4.2. Und mit dieser Anzahl Arbeiter wird die Produktionsmenge gefertigt, die der Fläche unter der Grenzproduktkurve bis zur Linie LM1 entspricht. Also das Ganze hier, ich schraffiere es mal, mache es gleich wieder weg. Das hier ist die Gesamtproduktion bei so einem Arbeitseinsatz. Woher wissen wir das? Naja, das hier, MPL, ist ja nichts anderes als quasi die Ableitung von QM nach LM. Und die Fläche unter dieser Kurve ist ja nichts anderes als das Integral. Und wenn wir davon das Integral nehmen, haben wir nichts anderes als QM. Okay? Deswegen ist die Fläche unter dieser Kurve die Gesamtproduktion bei diesem Arbeitseinsatz. So, kurz wegmachen, Dankeschön. So, diese Produktionsmenge unter der roten Kurve bis zum Punkt LM1 wird als Realeinkommen in Industrieprodukten auf die Arbeiter und die Kapitalbesitzer verteilt. Auf die Arbeiter entfällt dabei der Reallohn W durch PM1 multipliziert mit der Beschäftigung LM1. Macht also hier dieses Rechteck fast quadratisch, also Löhne ist gleich W durch PM1 mal LM1. Okay? Reallohn mal eingesetzte Arbeit ist die Summe der Löhne, also das, was an Einkommen in den Arbeitern zusteht. Und der Rest fällt dann eben auf die Kapitalbesitzer. Das ist dann der Teil der Produktion, der an die Kapitalbesitzer geht. Den versuche ich mal andersrum zu schraffieren. Ergibt sich einfach als Rest. Und mit demselben Verfahren können wir die Verteilung in der Nahrungsmittelproduktion zwischen Arbeitern und Grundbesitzern bestimmen, nämlich als Funktion des Realeinkommens in Lebensmitteln W durch PF. Okay? So, aber wir wollen ja eigentlich wissen, was haben wir für Einkommenseffekte, wenn sich da was verändert an dem Lohn. Nehmen wir jetzt an, dass der relative Preis der Industrieprodukte steigt und wir haben in Abbildung 4.7 gesehen, dass ein Anstieg von PM durch PF die Reallöhne im Verhältnis zu Industrieprodukten senkt und im Verhältnis zu Lebensmitteln erhöht. Und in dieser und in der nächsten Abbildung werden wir dann eben sehen, was das für das Einkommen der Kapital- und Grundbesitzer bedeutet. Im Industriesektor sinkt der Reallohn von W durch PM1 auf W durch PM2. Klar, W ist gleich geblieben, aber das PM ist größer geworden, sodass dieses Verhältnis sich auch verkleinern muss. Und wir sehen, dadurch haben wir hier einen neuen Schnittpunkt mit der Grenzproduktkurve, sodass wir hier mehr Arbeit im Industriesektor haben und einen geringeren Reallohnsatz. Und dann sehen wir eben die Lohnsumme für die Arbeiter. Das Einkommen der Arbeiter ist jetzt diese Fläche hier.
Und die Kapitalisten hatten ja vorher nur diese Fläche hier und haben jetzt auf einmal dieses Stück hier dann dazu bekommen. Und deswegen ist die hautfarben hinterlegte Fläche dann eben der Einkommenszuwachs der Kapitalisten, wenn der relative Preis von Industrieprodukten steigt. Okay? Die Kapitalbesitzer erhalten mehr Einkommen gemessen in Industrieprodukten und zusätzlich vergrößert sich ihre Kaufkraft durch den Preisanstieg bei Industrieprodukten im Verhältnis zu Nahrungsmitteln. Die Grundbesitzer erhalten weniger Einkommen gemessen in Nahrungsmitteln. Das sehen wir dann in der nächsten Grafik, ne? Irgendwo muss es ja dann also Verlierer geben. Wenn irgendwo dann das Einkommen steigt, haben wir in der Regel irgendwo anders Verlierer. Das sehen wir dann hier. Das ist ja die gleiche Volkswirtschaft. Und in der gleichen Volkswirtschaft, wenn wir haben, dass dieses Verhältnis eben gestiegen ist, dann heißt das ja, dass, dass hier wiederum steigt. Also der Reallohn hier im Nahrungsmittelsektor ist gestiegen. Das heißt, wir haben weniger Arbeiter da eingestellt im Gleichgewicht durch den höheren Lohn, sodass die Arbeiter jetzt quasi diese Fläche hier an Lohnsumme haben. Und das Wichtige ist aber, das Wichtige ist jetzt in dem Moment die Grundbesitzer. Was passiert bei den Grundbesitzern? Die Grundbesitzer hatten ja vorher diese ganze Fläche hier an Einkommen, weil wir bei dem Punkt hier waren. Und jetzt aber durch den Rückgang an Arbeitseinsatz fällt diese Fläche hier weg, sodass wir nur noch die farblich hinterlegte Fläche haben. Sorry, da habe ich jetzt Quatsch erzählt. Die farblich hinterlegte Fläche fällt weg, ne, weil das ist jetzt nicht mehr unter der Kurve, sondern nur noch die doppelt schraffierte Fläche. Das ist das neue Einkommen der Grundbesitzer. Und deswegen ist die farblich markierte Fläche eben der Einkommensrückgang der Grundbesitzer. Und wir sehen, wenn also der relative Preis von Industrieprodukten steigt, dann haben wir einen Einkommenszuwachs bei den Kapitalisten und einen Einkommensrückgang bei den Grundbesitzern. Und wie schon im Skript erwähnt, für die Arbeiter können wir keine genaue Aussage machen, weil wir nichts über deren Konsumverhalten wissen.